Ich kann euch sagen, es macht keinen Unterschied, wie oft man diesen Startbildschirm anmacht. Es ist jedes Mal eine Freude. Matze! Willkommen bei Moritz Vater 2 Matschen in Episode 4 meines Let's Plays zum Spiel von Chainsaw Man 16. Wir sind in der Satanisten Villa, Haus etc., die gigantisch ist, obwohl sie auf der Karte aussah wie ein kleines Klohäuschen. Manchmal ist das Leben eben unberechenbar. Außerdem spielt sehr interessante Musik, die mir fast schon gefällt, die aber nicht zum Satansschild passt. Aber wir werden uns einfach mal umschauen. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's auf jeden Fall spitzenmäßig, wirklich sogar. Und dann schauen wir uns doch einfach mal hier um. Boah, Alter, gibt's hier viel zu erkunden. Das wird schon mal Spaß. Erstmal die Uhr. Zeit ist relativ. Wow, Papa, du bist echt der stolzeste Mann der Welt. Voller PC- und Xbox-Spiele. Krass. Geil, ey, wieso eigentlich? Wo sind wir hier? Voller PC- und Xbox-Spiele. Okay, sind wir bei Matze zu Hause? Ist das Blackie? Das könnte sein, oder? Hallo? Scheißvieh. Wieso hast du Katzen? Okay, gut, mag ja sein. Wir haben selbst eine Hunde gehabt. Der findet sich nicht mal in seinem eigenen Haus drin. Ja, also ihr wisst, wenn ihr zu viel Geld habt, wenn ihr so ein großes Haus habt, dass ihr euch eine Karte in den Flur hängen müsst, um zu erkennen, wohin ihr gehen müsst, wenn ihr mal aufs Klo müsst. Die Musik ist sehr melancholisch. Das macht mich ein bisschen, das verwirrt mich ziemlich. Ein schicker Hut. Transformers Modell Halo. Oh. Alex, hör auf zu grinsen. Alex, nein. Oh. So, und eine Krone. Ich sagte, wir sind hier bei Bonzen, Leuten. Ist wohl so eine Art Trophäe aus einem Preisausschreiben. Kenne ich zu gut. Bewahre ich auch immer auf. Ja, also eine Kellogg's-Krone quasi. Ach, ich muss mich übrigens dafür entschuldigen, dass ich im letzten Part den Silver Insider nicht gecheckt habe. Meine Güte. Wenn ich jetzt wieder keine Insider mitbekomme, dann tut es mir leid, meine Güte, beim Aufnehmen kann das mal eben passieren. Da konzentriere ich mich halt auch sehr viel auf meinen Kommentar. Da kann es auch gerne mal sein, dass ich einen Insider nicht checke. Egal. Ein Piano bei ihm? Bei wem sind wir denn? Okay, warte mal, wir haben hier... Sind wir bei Alex zu Hause? Wir haben hier auf jeden Fall PC- und Xbox-Spiele. Dort ist eine Krone aus einem Preisausschreiben oder eine Trophäe. Dort ist ein Hut. Ich weiß noch nicht, wo wir sind. Es könnte auch Matze sein, aber dann wäre das eben Blackie gewesen. Mann, ich hasse dich, du Scheißkatze! Wieso kann ich die nicht wegtreten? Ein weißes Hemd. Wow! Ist echt spannend, super. Oh, die Schwerter kann ich nicht anlabern, aber Kisten. Ja? Ja, da ist mein Vater sprachlos. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wer es braucht? Ja, Kartoffeln. Genau, schön Obst und Gemüse im Haus. Moment. Es ist ich habe mal probeweise nachgeguckt. Von wegen deiner Anspielung und so weiter, dass kein Obst im Haus ist. Und es ist Obst im Haus. Entweder bist du zu blöd oder blind auf beiden Augen. Haha. Alt. Ja, ein Andreas-Insider wird niemals langweilig, Matze. Das auf jeden Fall. So, was ist das denn, bitteschön? Sollte wohl mal etwas werden, aber der Ehrgeiz reicht dir nicht aus. Okay, Matze, es sei dir verziehen, dass das hier, ich weiß nicht, ein heiliger Silbertisch ist oder ein Opferaltar. Ey, krass, ey, geil. Großer Potchips, ey, versiegelt. Geil, Chips, ey. Leerer Potchips, war King Size. Sind wir bei mir zu Hause oder bei Matze? Matze frisst auch unendlich viel Süßigkeiten und so Zeug. Ich weiß nicht, wo wir hier sind. Das soll eine Couch sein, oder? Ist das eine Couch, Matze? Ich glaube, das soll sogar wirklich eine Couch sein. Wie gut ist das denn? So vollgewichst, dass die Tischdecke schon weiß ist. Bitte nicht. Was ist das denn, bitteschön? Egal. Uff, eine Holzrüstung. Ist wohl aus dem Bastelunterricht. Bastelunterricht? Was zur Hölle? Wo sind wir hier? Ich bin verwirrt, oder Witz? Ich bin ernsthaft verwirrt. Ein Piano? So, da ist... Oh nein, ein Teddy. Oh, erstmal die Eimer hier unten. Abfall und so, yo. Und echte Männer trinken Brunnenwasser direkt von Mutter Natur. Aber dies hier ist ja gefiltert. Widerlich. Ihr sagt dazu einfach gar nichts. Ed, wie die du war. Ich hasse dieses scheiß Festival in unserer Stadt. Nervt echt? Kann ich das verstehen? Ich glaube, bei Matze war zum Erstellen dieses Dings irgendein lustiges Volksfestival oder so. Penn wäre jetzt echt cool. Ja, pff, gibt doch keinen Zeitwechsel, Baba. Du bist doch unendlich auf den Beinen, kein Thema. Schöner Maxen ist der Kerl. Wer ist das denn? Ich weiß es nicht, ich begreife es nicht. Die Alternative zur Toilette. Ins Waschbecken. Uah. Nein, bitte nicht. Glas zum an die Wand schmeißen. Yay! Voll ausrasten. Ey, ist das bei Lukas zu Hause oder was? Das könnte fast schon bei Lukas zu Hause sein, wobei der definitiv kein Piano da hat.
Und außerdem wäre ja schon alles kaputt. Schnittlauch auf dem Tisch, raus mit der Frau. Hölle? Sind wir bei Hendrik zu Hause? Der hat aber keinen Teddybär. Ich bin nur am Spekulieren. Seit ich das mit Silber verpasst habe, muss ich derbe aufpassen, um dich zu verpassen. Lecker Ofenpizza. Jo, da stimme ich zu. Was ist das denn da? Das sieht aus wie ein Koffer, der einfach an der Wand hängt. Ein Ofenfeuer ist echt was Schönes. Das stimme ich dir gerne zu. So, die... Da oben ist ja jemand. Oh Gott, der hat mich jetzt ein bisschen Angst gemacht. Angepisste Boxershorts. Wieso bewahrt man angepisste Boxershorts im Schrank auf? Keramikunterwäsche vergelbt. Moment. Sind wir hier bei... Warte. Keramikunterwäsche vergelbt. Wir sind hier bei jemandem, der unglaublich unordentlich ist, sich in die Hosen pisst und Xbox-PC-Spiele hat und eine Trophäe. Ich habe da so eine Vorahnung. Ist es der Typ von Matrix, Matze? Keanu Reeves? Gut, das versteht ihr jetzt nicht. Den Insider werde ich euch jetzt auch nicht erklären. Nur, ich weiß nicht aber, ob er es ist. Nur er würde Holz in der eigenen Wohnung anzünden. Nee, würde er nicht. Er kann gar nicht laufen. Wieso liegt da eigentlich voll das zerstörte Schild hier rum? Das heilige Schild der Macht oder so. Egal, es bleibt ja nichts anderes übrig, als mit ihm zu reden, wa? Er sieht auf jeden Fall derbe stolz auf. Hallo! Hallo, Moritz Vater. Was willst du denn hier? Fass dich bitte kurz, ich habe zu tun. Es ist Alex. Also war ich doch richtig ganz am Anfang. Wieso hat Alex angepisste Boxershorts? Ich begreife es zwar nicht, aber hallo Alex. Grüß dich Alex, Halo Nondis. Freund meines Sohnes. Nein, ich hasse Alex. Wie geht es dir? Gut, bis du kamst, mein Herr. Kann man hier nicht in Ruhe zocken. Das erinnert mich an die guten alten Halo Freak, wenn man mit ihm in der Konfi ist. Und dann hört man im Hintergrund nur eine Frauenstimme sagen, Alex, mein Schatz, kann ich dir vielleicht ein Nutella-Brot schmieren? Und dann kommt Alex, Papa, halt die Fresse, ich muss zocken! Und dann mutet er sich. Das ist immer sehr charmant. Kann man hier nicht in Ruhe zocken? Ich meine, ich habe den Quizmann doch extra angestellt, damit ich meine Ruhe haben kann. Stimmt, ey, du hast den... Wieso, ey? Wieso hast du eigentlich den Quizmann angestellt? Man könnte doch einfach die Tür zuschließen. Halt echt, das war logisch. Nö, check ich nicht. Ist mir zu hoch. Kann nur Halo zocken, verstehe ich nicht. Immer nur Halo zocken. Selbst Xbox One kaufen nur wegen Halo. Kein Wunder, dass mein Sohn nur Scheiße baut mit solchen Idioten um sich rum. Danke, wie nett. Ey, das war jetzt gemein. Weiß nicht, Alex, ich provoziere dich gern, du Arschloch. Du bist einfach lächerlich und ein Versager. Du bist einfach schlecht. Diese Stimme kenne ich. Warte, Alex knurrt, aber nicht Alex macht dann... Wie? Was? Ich bin gerade auch nicht. Das Arschloch ist für deine Anwesenheit verantwortlich, oder? Ich hasse ihn! Ich hasse ihn! Ihr merkt schon, eine leichte Konfliktsituation zwischen Halo Freak und Matze, Chainsaw Man. Steller, was für ein Problem hat dieser Junge? Ich habe ihn doch bekommen, diesen Insider. Dieser Junge. Das war ein guter alter Spruch vom guten alten X-Rave-X, den vielleicht noch ein paar von euch kennen. Ich vermisse ihn an dieser Stelle mal gesagt. Ich denke, er versteht mal wieder nichts von der Realität. Er neigt dazu, wütend zu werden, weil er oft nie weiter weiß. Es ist wie mit einem Baby. Sie schreien, weil sie keine andere Art der Kommunikation kennen. Ich find's witzig, wie ich hier einfach gerade gezwungen werde, eine von Matze schon... provokant geschriebene Dialogzeile, die nur existiert, um Halo Freak aufzureden, gezwungen werde vorzulesen, um weiterzuspielen. Das ist gemein. Ich will damit nichts zu tun haben. Nun schreit er vor Wut. Lächerlich, schlecht, Idiot, Dummkopf. Jetzt reicht es, stirbt Moritz Vater. Warum ich eigentlich? Lol, what the fuck is this? I don't even... Stirb. Wir kämpfen gegen Alex, warum? Ich glaube, es hat bestimmt eine symbolische Bedeutung, aber das ist Alex und das Mr. Green Forum Avatar-Ding und ich weiß nicht warum, aber egal. Meinen ganzen Stolz werde ich aber sicher nicht für diesen Kampf brauchen. Lächerlich. Was ist bloß mit den stolzen Kindern vor heute halt, echt? Oh fuck, ich habe mich vorher nicht geheilt. Das ist keine sehr intelligente Idee. Ich weiß nicht, ob ich mal Sachen machen soll. Ich glaube, ich mache erstmal Sachen, oder? Ich mache erstmal Sachen. Uses Heilung, Sachen. Ja, yeah, geil, ey. Die machen mir beide keinen Schaden, ja. Ich klopp dich nur ganz normal, ey. Hier, komm, Alex. Kriegt eins ins Gesicht, ey. Ey, überleg das sogar. Oh, 22 Schaden. Fick dich, Alex. Fick dich. Ich klopp dich einfach so derbe tot. Mit dem neuen WoW-Feuerball. Ein Feuerball aus dem Lehrling.
Bereich der Zauberbücherei. Warum schreibst du so epische Texte? Oh yeah, Hellfire. Oh Mann, Alex, die bin jetzt schon auf den Sack. Ich klopp ihn einfach ganz normal, weil er hat's einfach nicht verdient. Oh, 307 Schaden. Boah, Alex, du hast es so derbe ins Gesicht bekommen jetzt von mir. Er grinst auch so behindert auf diesem Bild. Und da haben wir Alex abgeschlachtet. Tja, Alex würde jetzt sagen... Aber das lassen wir nicht zu. Wir töten ihn einfach. Ja, Alex ist auf jeden Fall... Nein, wie konntest du nur Greedy aus Zombie Survival umbringen? All die Erinnerungen. Ich sage ja, wisst ihr, ich habe diesen Insider ja schon erklärt in der letzten Episode, deswegen brauche ich den nicht machen. Gut gemacht, Moritz. Wenn er wütend ist, ist er immer am witzigsten. Das ist tatsächlich wahr. Ich find's witzig. Ihr lernt voll viel über Alex, Halo Freak. Und jetzt bin ich wieder da, als wenn das meine Absicht wäre. Naja, eigentlich schon. Nett. La, la, la. Oh, 205 ID-Dollar. Geil. Niemals. Das war noch nicht alles. Rotmodus der Stolzung. Ja. Das war jetzt sicherlich nötig, oder? Immer diese Dramatik, wenn jemand in die nächste Form geht. Ja, also Alex hat jetzt sein komisches Internet-Avatar-Bild abgelegt und klopft jetzt derbe als schlecht ausgeschnittener Foto-Alex. Mit krassem Adidas-Pulli, weil Alex geht immer über die Straße und macht voll Beef und raucht eine und ist cooler Säufer, ja? Ja, das ist auf jeden Fall Big Halo Freak, den wir jetzt anscheinend ins Gesicht kloppen in seiner zweiten Form. Er ist wie Freezer aus Dragon Ball. Aber er macht mir erstmal keinen Schaden, weil mein Vater ist einfach der derbste Motherfucker überhaupt. Er schlägt LOL Versager. Nein, Alex war wütend und macht auf einmal Doppelschläge. Alex ist stolz in Text. Oh nein, es ist Alex ist stolz. Es ist nicht Alex, nur es ist Alex ist stolz. Nein, ich habe den Dialogteil übersprungen. Naja, egal. Jetzt verstehe ich, was Moritz Freund Matze immer so dran fand, Alex zu quälen. Quälen! Ja, wir sind alle... Macht ja auch derbe Spaß. Oh nein. Wow, ich hab Alex einfach gequält und ich quäl ihn nochmal. Er macht die unendliche Quälung. Alex ist traurig. Wow, die unendliche Quälung, weil ich das derbste überhaupt. Das war richtig Spaß. So, wir kloppen ihn nochmal. Oh, er ist ausgewichen. Alex. Sangano. Tomokakinero Ikiwasa. Alex Susanne. Du musst sterben. Du bist nicht ehrenhafter Sohn. Stirb. Stirb. Na? Ich will nicht sterben. Aus meinem Insider-Wissen zufolge kannst du das auch nicht. Stimmt, da war ja was. Na egal dann. Hm? Kann er nicht? Kann er nicht? Ich will, dass er stirbt. Oh Mann. Ey, wieso? Können wir den Kampf nicht gewinnen? Ey, ich will den Kampf aber nicht verlieren. Werde ihn niemals aufgeben. Ich trinke nämlich nochmal einen lustigen Heilen und Beschützen und kriege damit wieder Leben. Boah, jetzt macht er aber langsam Schaden. Ich glaube, wir können den Kampf gar nicht gewinnen, kann das sein? Ich habe fast das Gefühl, nicht nur weil er es eben gesagt hat, sondern weil er übertrieben mächtig gerade wird. Matze, was soll denn das? Du lässt mich doch jetzt nicht gegen Alex verlieren. Ah, wollte ich doch sagen. Da haben wir Alex abgeschlachtet, weil ich nun mal einfach der coolere Typ bin. Sorry. Also mein Vater. Okay, du hast gewonnen. Mach mit mir, was du willst, aber hör auf, mich zu schlagen. Da fällt mir so einiges ein, was wir zwei beiden, ne? Da nebendran ist ein Bett, weißt Bescheid. Sehr geil, okay, du kommst jetzt mit mir. Okay, war eh seit 100 Jahren nicht mal in der frischen Luft. Das meint er wörtlich. Oh Mann, Alex schließt sich dir an, als wenn wir das wollten. Toll, ich habe Alex jetzt und da ist jetzt voll der geheime Kreis. Warum ist da so ein geheimer Kreis auf dem Thron? Was soll das denn? Wir haben...